Zieh mal das Monster darüber, da haben wir nämlich noch Geschütze. Ja, schieß doch nicht drauf, hallo? Ich glaube, es hackt. Reicht die Reichweite nicht, ja? So. Hier sind wir jetzt echt die Viecher ausgegangen. Und. Ne, kaputt lassen wir einfach mal da. So, jetzt können wir aber ein neues aufbauen. Zieht's weg, zieht's weg, zieht's weg. Nicht drauf schießen lassen. Scheiße. Ah, ist das ätzend. Können wir denn nicht verhandeln? Die Orangennation hat bla bla bla. Du führst jetzt Krieg gegen die Orangennation. Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh Gott. Oh mein Gott. Nicht verlangen, dann ist es Schrott und dann haben wir zwar keine Knete mehr, aber was soll's. Ach, wir werden jetzt auch von anderen Seite angegriffen. Das wird doch nicht cool hier. Ach Mensch. Och Gott. Womit haben wir das verdient? Bitte nicht das Unterhaltungsgebäude kaputt machen. Ich brauche Geld. Tu's nicht. Tu's nicht. Tu's nicht. Oh, ich hasse dich. Die Stadt ist unzufrieden. Ach, sag bloß, ja? Ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich dachte, es ist alles okay. Versuche ich mal mit dem Geschütz da das Vieh ein bisschen ranzulocken. Och Gott, das ist doch wohl ein Witz. Wir brauchen eine Truppen. Ja, toll. Für so ein Vieh hier brauchen wir deine Truppen. Aber gut. Nicht schießen, nicht. Oh Gott, ist das unfair. Ich weine auch gleich. Gleich weine ich. Vor allem das Vieh bleibt da auch einfach mal stehen. Und wir haben jetzt kein Geld, wir müssen jetzt eigentlich abwarten, bis wir wieder Geld haben. Ich weiß doch nicht, was dieses Zeichen da die ganze Zeit heißt. Wahrscheinlich nur, dass da so ein Ding ist. Kreatur macht Sachen putt. Uncool. Schießt! Nicht lange rumfackeln. Muss Vieh erschießen. Sie schießen nicht. Nein. Das sind 3000 Gold wieder zum Fenster rausgeschmissen. Schön. Weil man das Ding auch nicht anwählen kann, wenn es da drin steht. Oh, ich liebe Bugs. Es ist ja echt, das ist gerade wunderschön. Ach, ist das schön. Ja, ich bereite einfach mal gerade hier die Dinger ab. Bisschen Knete brauchen wir aber. Dann brauche ich hier ein Geschütz hin. Weil lange lebt es auch nicht mehr.
Ich kann es aber auch nicht angreifen. Jetzt. Ja toll, jetzt ist es zu spät. Schieß! Warum schießt du denn nicht? Er schießt nicht. Ach Gott, das ist schön. Ah, zieh's mal raus hier. Put, 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 put. Ach, leck mich doch. Ich hink jetzt so hinterher. Alle anderen Städte sind jetzt so wahrscheinlich schon auf dem Vormarsch. Ich muss die Roten gleich niederwalzen, um überhaupt Knete reinzukriegen ins Land. Also das Spiel will nicht, dass ich friedlich spiele. Ich hab's versucht, Leute. Ich hab's echt versucht. Ja, guckt euch das mal an. Nee, das Vieh hängt ja auch hier in der... Wie beschreibt man das? Der hängt in der Wand. Die kleinen Viecher hauen es. Das fällt mir jetzt erst auf. Oh. Wie brutal. So. Das machen wir jetzt platt. Es ist einfach episch. Wir haben es geschafft. Also ich bin an dieser Stelle jetzt echt stolz auf alle, die da mitgeholfen haben. Und ich glaube auch, dass wenn wir dies als Gemeinschaft nicht angegangen wären, dann hätten wir das so, wie wir es jetzt geschafft haben, auch nicht geschafft. Und ich sehe uns da auch alle als Gemeinschaft, die wir das einfach schaffen müssen, ne? So, und jetzt genug der schlechten Promi-Imitationen. So, so. Ich kann mir echt nichts leisten, ne? Ein bisschen die Armee wieder aufpolieren. Kurz gucken. Wie repariert man denn was? Ich stelle jetzt einfach mal daneben. Bin der Meinung, eben sowas gelesen zu haben. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das ein bisschen lauter stellen kann. Ist ja recht leise, ne? Soundeinstellungen gesamt. So, jetzt ist auch lauter, so jetzt in ungefähr Folge, was weiß ich, 14, 15? Ich habe keine Ahnung mehr, welche Folge wir jetzt gerade haben. So, die haben wahrscheinlich wieder aufgestockt hier. Wenn ich mal kurz gucke, nee, die haben erst ein Geschütz. Viel ist es ja nicht, weil die haben eine richtig geile Stadt. Wenn man sich das mal anguckt, ey, wie geil das ist. Aber die waren ja auch nicht belagert worden von so einem Kackvieh. So, die Roten sind uns nicht ganz so... Das sind doch die Roten, oder? Ach Gott, dann greifen wir sie jetzt erstmal an. Welche Sprache die sprechen, das ist ja richtig cool. So. Und dann ist das Geschütz auch gleich put. Bumm. Jetzt machen wir die Unterhaltungsgebäude Schrott, so wie wir es eben geplant hatten. Dann wurden wir gestört. Das sind gar nicht die, ne? Aber die waren uns trotzdem böse gesammelt.
Wir sind die Rotnation. So, mal gucken, was haben die denn hier für andere Ressourcen? Hier haben wir gar nichts. Die sind ja total abgeschnitten. Die haben ja keine anderen Ressourcen. Ja, nichts. Na super. Wozu erober ich die denn jetzt? So, hier kann ich mir immer noch nichts leisten. Ist ja schön. Na, ich erober die, weil ich Platz brauche. Bomb. Nächstes. Als nächstes das Haus hier. Die Blau-Nation hat die Stadt Gonn erobert. Wir müssen jetzt auch mal eine Stadt erobern. Deswegen sind wir ja gerade dabei, eine Stadt dazu erobern. Das ist das Haus? Nee, ja doch. Nee. Das ist das Haus. Das wird total ausgebeutet, aber es hat einen Freundlichkeitsbonus. Nee, das ist zu freundlich dann. Nee, ich brauche dann noch ein Haus und noch einen Freundlichkeitsbonus. Jetzt sind sie ein bisschen unzufrieden, aber was soll's. Dafür kriegen wir Geld. Oder wo kriege ich? Ja, von dem Haus, gut. Also es ist wie folgt, also der multipliziert das Geld, was wir kriegen, wenn die Leute, die in dem Haus wohnen, gehen dann in der Fabrik arbeiten, kriegen wir 400 mehr, dann gehen die in der Fabrik arbeiten, kriegen wir 400 mehr, die aus dem Rathaus gehen in der Fabrik arbeiten, kriegen wir 400 mehr, und die roten Striche sind natürlich dann diese Unzufriedenheit, die dann aber durch die Kinos wieder ausgebessert wird. So, und ich würde mal ganz kurz... So. Ich habe leider keinen super epischen Eistee, aber dafür habe ich Birnenzeugs aus einer Tasse. Das ist unglaublich ekelhaft. Also jetzt sind sie unglaublich unzufrieden und werden gleich wieder anfangen zu protestieren. Aber wir müssen ja ein bisschen Geld sammeln, damit wir es uns überhaupt leisten können, sie zufrieden zu machen. Na, wollt ihr aufgeben? Kontaktieren. Unser Militär sammelt sich an deinen Grenzen. Wir grüßen nur, um dich zu verspotten. Ja, ja. Dein Volk stammt von Weltraumschnecken ohne Gliedmaßen ab. Du bist wie geschaffen für mein Kaminsims. Na gut. Weltraumschnecken sind jetzt gar nicht mal so uncool. Aber belassen wir es dabei. Nee, zieh ich darüber. So. So, epische Stadt ist episch. Während epische Angriffstruppen epische Gegner töten. Und Bomb. Sie wollen immer noch nicht aufgeben. Ich bin erstaunt. Die machen gerade Minus. Nee, die machen immer noch Plus. Weil sie nur noch die Fabriken haben. Aber das Volk macht das nicht mehr lange mit.